Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. No. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Oida. So, jetzt sind wir hier in der Welt hier von Level Stage. So, ich will mal kurz die Kamera nehmen, ein Foto machen. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Right, like you're the real cook here. So, das Foto fehlt nämlich. I am when your mom is away. Und mit dem Horror Game bist du nächstes Jahr im Januar anfangen. Genau, denn im Januar habe ich eine Woche. Die erste Januarwoche habe ich quasi Urlaub. Da werde ich viel Zeit haben, um aufzunehmen. Gott sei Dank mal wieder Urlaub. Urlaub, ja. Also William und Chloe kochen gerade. Hier eine kleine Notiz. Joyce loves William so much. Lesen. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Whales Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. Ja, jetzt sind wir hier in der Vergangenheit. In der Vergangenheit von vor 5 Jahren. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Also gucken, wo sind die Schlüssel versteckt, dass wir die verstecken können. Ich suche mal ganz scheinheilig mit. Aha. You can't hide from me forever. Okay. Da müssen wir jetzt mal kurz dafür sorgen, dass die Schlüssel nicht ankommen. You remember how many eggs? Mom said it depends. So, Kappe suchen. So, how many eggs? Don't score. Question the chef. Right, like you're the real cook here. Okay. I am. Schlüssel werfen. I'll let her know that. Okay, die Schlüssel sind weg. Gut. Was? Oh. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Das hat es nie gegeben. Das hat es nie gegeben.
kriegt sie ein Auto. Und zurück sind wir in der Realität. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Gonna be wet and cold every day. But never, like Maxine. So that's why she was laughing so hard. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, it's people in Oregon. Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Willkommen in der Twilight Zone. Ja, Paul, das Mädchen ist echt schön, echt hübsch. Ich freue mich schon, die Weihnachtsferien, die ganzen Infos-Videos zu gucken. Du freust dich drauf? Schön. Max Caulfield, taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Ja, das war die Episode 3. Das hätten wir im letzten Stream noch weitermachen können. Aber ehrlich gesagt,
Ich wusste, wie es geht, deshalb ging es so schnell. Normalerweise braucht man das ein bisschen länger. Und zu Weihnachten gehst du in die Heimat, das ist ganz in der Nähe von mir. Genau, ich bin sogar noch etwas näher bei dir, weil ich noch am ersten Weihnachtsfeiertag in Bremen bin. Familie besuchen. Ja. So, da sind wir. Genau, Paul. Es wird gleich Anfang der Episode 4 wird eine Zusammenfassung kommen. Dann wirst du verstehen, was da passiert ist. Und jetzt, ja, haben wir quasi die Vergangenheit verändert um die und die Zukunft auch. Wir haben quasi alles verändert. Eieieiei. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt sehr interessant. Und jetzt kommen wir so langsam zu dem Teil, den ich nicht kenne. Also bis hierhin kenne ich das eigentlich. Jetzt kommt der Teil, den ich nicht kenne. Da wird es interessant. Ja. So. Die letzten Weihnachtspläne sind auch geschafft, weil wir noch gucken wollten, einen Kumpel zu besuchen auf der Rückfahrt, auf der Fahrt von hier quasi in den Norden. Besuchen wir einen Kumpel in Hannover. Schön. So, hier laufen jetzt gerade nochmal die ganzen Sachen durch. Auch interessant. Kannst du zwischendurch aurig machen? Das weiß ich nicht, ob ich das meiner Familie antun kann. Das wird schwer. Das wird sehr schwer. Aurig. Aurig ist ja völlig andere, völlig außer Richtung. Aurig ist doch. Das ist ein bisschen außer Richtung, glaube ich. So. Ja. Und jetzt würde ich sagen, wir überspringen das hier kurz. So. Und dann sehen wir hier die Ergebnisse von Chaos Theory. Also, du hast das Geld liegen lassen. Ja, natürlich. Hallo, wir sind doch keine Unmenschen. Du hast Chloe geküsst. Auf jeden Fall. Das musste ich tun. Hallo. Du hast für Chloe Partei ergriffen. Auf jeden Fall. Du hast Franks Hund vor Schaden bewahrt. Habe ich das? Ach, wenn ich das Ding wecke, ich kann ihn. Oh. Deinetwegen wurde Frank, wenn ich das Ding auf die Straße werfe, stimmt. Oh, fuck. Chloe hat Davids Waffe. Chloe hat Davids Waffe. Frank hat Davids Waffe. Wie können wir Frank denn Davids Waffe geben? Oh, kann ich die da finden? Wusste ich nicht. Ups. Entschuldigung. Und nächste. Lisa lebt. Lisa ist eingegangen. Lisa ist die Pflanze. Ich habe Lisa getötet. Ich habe Lisa zweimal gegossen. Zweimal. Lisa ist tot. Du hast Rory bei seinem Test geholfen. Was? 72% haben ihm nicht geholfen? Seid ihr wahnsinnig? Freunde helfen einander? Das war ein Scherz, wäre trotzdem geil gewesen. Ja. Du stehst auf der Gästeliste des Vortex Clubs. Hallo, hier, Chef geht auf die Gästeliste. Du hast keinen Namen von der Versys Gästeliste gelöscht. Oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Upsi. Du hast keinen Namen gelöscht. Du hast die Nachricht vom Polizisten vom Anrufbeantworter gelöscht. Ja, definitiv. Hallo. Ich will doch Chloe nicht an den Pranger stellen bei ihrem scheiß Stiefvater. Bist du wahnsinnig? Du hast Alyssa nicht geholfen. Scheiße, ich hätte Alyssa helfen können. Fuck. Ich hätte helfen können. Ich bin, glaube ich, etwas zu schnell durch diese Episode durchgegangen. Zu schnell, zu fix. Du hast die Obdachlose gewarnt. Ja. Du hast in der Vergangenheit kein Foto geschickt. Oh, ich habe zu weit zurückgespult. Fuck, stimmt. Du hast kein Zeichen am Queen hinterlassen. Das habe ich auch verpasst. Das ist nur 90 Minuten von Bremen. Ja, das ist ein bisschen weit weg. Weißt du? Schon weit weg. So, haben wir das geschafft. So, und jetzt heißt es verlassen. Dann. Gibt's Episode 4, Dark Room. Hier wird's interessant, denn hier, ich bin der Meinung, weiter habe ich eigentlich nicht gespielt als das. Bin mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher.